Oder weißt du von der Priesterin und dem Feuer? Was glaubst du denn? Er war einer von ihnen. Sie selbst. Dein Vater überzeugte Lucien, dass mit Wissenschaft und Ritual die Zukunft gesehen und kontrolliert werden kann. Deine Mutter war das fehlende Teil. Er liebte sie! Nach allem, was ich dir gezeigt habe. Nach allem, was du gesehen hast. Wie kannst du zusehen und nichts tun? Wie kannst du sie damit davonkommen lassen? Ich weigere mich zu töten. Aber sie nicht. Und sie werden sich niemanden in die Quere kommen lassen. Du hast Blake getötet. Wer brachte dich ins Delphi-Haus? Wer hielt dich dort fest? Er hätte mich getötet und dich zurückgeholt. Du hast kein Vertrauen, meinetwegen. Aber du weißt, dass hier mehr vor sich geht. Wenn ich falsch liege, halte mich auf. Aber wenn ich recht habe, dann setzt du all dem ein Ende. Okay. Schneid das Kabel durch. Behalte es. Du brauchst es vielleicht noch. Da drin. Das Medaillon. Haben es wohl versperrt. Folge mir. Wir können ihn nicht leben lassen. Er schlägt sonst Alarm. Er steckt mit denen unter einer Decke.
du hattest keine Wahl. Hier ist zu viel Licht. Bring mich zur Geheimtür. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie. Ich verspreche es. Danke. Verschwinde! Ich will dich hier nicht haben. Mein Vater ist tot. Du warst da und hast ihn sterben lassen. Hier weg. So weit weg wie möglich. Ich kann nirgendwo hin. Ich hab niemanden mehr. Geh zur Polizei. Erzähl ihnen von deinem Vater. Sie helfen dir. Was wirst du jetzt machen? Sei vorsichtig. Lass dich nicht aufhalten. Du darfst nicht hier sein. Becken, sieh sie. Sie suchen nach dir. Sie haben die Leiche gefunden. Ich glaube, dir geht es nicht gut. Becken, sieh sie. Das ist zu gefährlich. Das ist ihre Therapie. Wir können sie nicht einfach wecken. Das braucht Zeit. Denken Sie sich was aus. Wenn ich die Schläuche entferne, kriegt sie einen Anfall. Aber ich kann ihr Epinephrin geben. Es ist im Schrank. Ich muss es ihr ins Herz injizieren. Toby!
Lauf, Kirsty! Ich sollte nicht hier sein, aber ich kann Toby nicht hier lassen. Wir müssen sie wecken. Du musst die Schläuche rausziehen. Was ist passiert? Ich bin's. Bitte. Leg die Waffe weg. Was immer auch passiert sein mag, wir können das gerade biegen, okay? Versprochen. Sehr gut. Rede mit mir. Geben Sie mir das Medaillon. Erica, bitte. Das ergibt doch keinen Sinn. Du musst dich beruhigen. Du machst mir Angst. Ich denke, dass du krank bist. Lass mich dir helfen. Ich weiß, dass Sie was verbergen. Und zwar dort, hinter dieser Tür. Nein. Das Haus ist alt. Wir nutzen das als Lagerraum. Dort gibt es nur kaputte Möbel und verstaubte Tücher. Du bist gefährlich. Gefährlicher, als du glaubst. Nein, ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Du musst mir auch nicht glauben. Du bist hier mit deiner Waffe eingedrungen. Du zielst mit dem Ding direkt auf mich und erwägst sogar Mord. Ich denke nicht, dass du zum ersten Mal so fühlst. Ich denke, dass du Hilfe brauchst. Mein Gott, was hast du getan? Ich bin nicht verrückt. Ich denke nicht, dass du den Unterschied kennst. Ich glaube, dass du Hilfe brauchst. Bitte, vertrau mir. Leg dir die Waffe nieder. Mia Green ist tot, Erica. Das ist nur in deinem Kopf eine Fantasie.